Sarah Wagenknecht provoziert direkt am ersten Parteitag ihrer neu gegründeten Partei BSW. Mit dem Statement, sie fordere eine Enteignung der Fleißigen, ist es auch mal ein Thema für Steuern mit Kopf gewesen. Denn durchaus muss man sich die Frage stellen, mit solchen Aussagen wird es dann eine neue Partei oder doch vielleicht nur wieder eine linke 2.0? Null, denn auch wenn Sarah Wagenknecht in Talkshows und vor allem auch jetzt auf ihrem Parteitag sehr viel über natürlich die Unstimmigkeiten der Bürger und vor allem auch die Unzufriedenheit der Bürger gesprochen hat, muss man sich doch die Frage stellen, ist das wirklich eine Alternative zu anderen Parteien oder doch nur wieder hier, wie gesagt, eine linke 2.0? Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Sarah Wagenknecht hatte es ja getan, letztes Jahr zum einen natürlich erstmal den Verein BSW gegründet, dann ist es in eine Partei übergegangen und am Ende natürlich hat sie hier auch den Austritt mehrerer linken Abgeordneten mit provoziert, wodurch natürlich dann auch die Linke ihren Fraktionsstatus verloren hat und dann jetzt an der Stelle natürlich sie jetzt mit der BSW, zumindest mit einigen Politikern auch im Bundestag sitzt. Jetzt ist es aber heute soweit gewesen und zwar sie hat auf ihrem ersten großen Parteitag ganz klar natürlich gesagt, wir sind keine linke 2.0. Doch gleichzeitig sagt sie etwas komplett anderes. Denn auch wenn man sich hinstellt und sagt, man ist keine linke 2.0, dann sollte man vielleicht programmatisch und in seinen Reden auch nicht das fordern, was die Linke tut. Und das schauen wir uns nämlich jetzt mal genauer an. Und zwar zum einen beschreibt hier die BSW sich selbst aktuell als eine bunte Mischung aus Parteimitgliedern. Es seien darunter etwa Gewerkschafter, Unternehmer, Krankenpfleger, Polizisten, Theologen, Großstädter und Dorfbewohner. Und man möchte aber an der Stelle hier abweichen von der bisherigen Parteithematik. Und zwar hier sagt sie an der Stelle, es sollen Strukturen im BSW geschaffen werden, in denen sich nicht die rücksichtslosesten und intrigantesten durchsetzen, sondern die talentiertesten und besten. Denn das wollen wir auch in der Gesellschaft, dann fangen wir bei uns an. Das ist ganz wichtig, das wird uns von allen anderen unterscheiden, wenn wir so sind. Und da hat sie nicht gerade Unrecht, denn das ist, könnte man direkt sagen, ein Angriff auf die Grünen und auf die SPD, wo es ja mittlerweile, sag ich mal, der Status ist, je weniger Lebenserfahrung, berufliche Erfahrung oder sonstiges man hat, umso erfolgreicher wird man in der Partei. Gleichzeitig aber muss man hier ganz klar sagen, ja, vielleicht ist es doch noch eine linke 2.0, denn ganz klar ist an der Stelle, sie fordert natürlich in ihrer unter anderem Antrittsrede hier, ein Schwerpunkt soll das Thema gesellschaftliche Ungleichheit sein. So sagt sie, wir müssen wieder reden über gesellschaftliche Ungleichheit, über die Enteignung der Fleißigen. Es gäbe immer mehr Berufe, die früher einen bescheidenen Wohlstand ermöglicht hätten und in denen die Einkommen heute so seien, dass man ihnen nie die Chance auf ein halbwegs gutes Leben habe, auf ein Mindestmaß an sozialer Sicherheit und auf eine solide Familienplanung oder gar auf ein eigenes Häuschen. Das müsse sich doch wieder ändern in unserem Land. Das zumindest hier auch die direkte Aussage von Sarah Wagenknecht. Jetzt müssen wir uns aber an der Stelle die Frage stellen, wenn sie sagt selbst, sie will keine linke 2.0 sein, naja, warum dann die Forderung nach einer Enteignung der Fleißigen? Und vor allem, was sind denn die Fleißigen? Nimmt man zum Beispiel hier die Messlatte der Grünen und der SPD heran, dann ist man circa bei einem Einkommen von etwas über 75.000 Euro pro Jahr schon jemand, der fleißig ist. Denn dann gehört man so im Durchschnitt laut Einkommensteuertabelle hier zu den Personen, die im Großen und Ganzen zu den oberen 5% Einkommensteuerzahlern gehören. Und das ist durchaus ein Thema, wo man ganz klar sagen muss, das könnte für viele, vor allem auch Softwareentwickler, Ärzte und andere Personen, die natürlich hier einen notwendigen Job machen, durchaus kritisch werden. Denn es ist hier auch nicht ganz unumstritten, wie erfolgreich Sarah Wagenknecht mit ihrem Bündnis sein wird. Denn zumindest es gab eine Umfrage, ich meine aus dem Oktober oder November letzten Jahres, wonach angeblich BSW aus dem Stand sogar über 10% kommen würde. Das wäre im Grunde ein Traumergebnis, von dem die Linke seit Jahrzehnten träumen würde, wenn sie es geschafft
hätten. Denn ganz klar ist, dass Sarah Wagenknecht schon immer, zumindest auch, muss man fairerweise sagen, unter den Linken die Rechtere war. So wurde sie zum Beispiel auch innerparteilich immer gerne als sehr rechte Politikerin dargestellt, obwohl sie eigentlich Teil der Linken war. Eigentlich eine Ironie in sich selbst, aber kommen wir zurück auf das Thema Linke an der Stelle. Hier, wie gesagt, die oberen 5% würden hier wahrscheinlich darunter leiden. Das sind durchaus viele Unternehmer, die, sage ich mal, hier ab 75.000 Euro aufwärts verdienen. Diese könnten zumindest laut SPD und Grüne hier zu den Vermögenden oder Fleißigen gehören, wenn man diesen Maßstab ansetzt. Sarah Wagenknecht hat selbst noch nicht an dieser Stelle irgendwas erwähnt von, an solchen meinen Themen, von einer Vermögensgrenze zu einer Vermögensabgabe, Lastenausgleich oder ähnliches. Es ist die Frage, ob das dann durch eine weitere Progression im Steuersystem ganz einfach, sage ich mal, durchgeführt wird. Okay, es wird hier doch noch ein bisschen steiler in der Steuerbelastung. Gleichzeitig sagt sie aber an der Stelle auch, es muss in unserem Gesundheitssystem und im Abgabensystem, müsse doch hier wieder mehr im Geldbeutel übrig bleiben. Was dann ein bisschen schwierig ist. Was für Steuern wird sie dann senken wollen oder was ist das Ziel? Denn ganz klar ist es schon so, und da muss man auch sagen, die größeren Belastungen haben jetzt zum 01.01.2024 gemerkt, dass wir zwar netto im Gewinn- oder Lohnbereich mehr zur Verfügung haben, aber gleichzeitig eigentlich am Ende wirklich weniger haben. Warum? Weil zum Beispiel Stromkosten durch Stromsteuer, durch Umlagen und sonstiges massiv nach oben gegangen sind. Und da muss man hier aber auch sagen, dass die Frage ist, wo wird sie ansetzen? Denn gerade hier sagt sie auch ständig, dass an der Stelle gerade die unteren Einkommen massiv belastet werden. Das ist durchaus aber auch eine Frage mit Blick auf den Bürokratieapparat in Deutschland. Denn gerade solche Steuern wie Stromsteuern, Umlagen, Grundsteuern, Realsteuern und sind ja massive Mehrbelastungen, wo aber am Ende theoretisch eine komplette Reform des Steuergesetzes in Deutschland hergehören wäre. Und da sprechen wir nicht einmal um kleinere Anpassungen, die man hier durchführen müsste, sondern man müsste hier wirklich über eine umfangreiche Reform sprechen, die auch wirklich den Namen Reform verdient und nicht wieder so ein Reformchen, was bisher in den letzten Jahren als Reform aufgebauscht worden ist. Denn da ansonsten würde es hier durchaus zu Verwerfungen führen innerhalb unseres Steuersystems, was aber auch zum Problem würde, wenn Sarah Wagenknecht theoretisch hier jetzt ja auch bei der AfD fischen will, weil sie ganz klar sagt, auch an der Stelle, es gibt hier einige, die durchaus an der Stelle unzufrieden sind, aber doch nicht die AfD wählen wollen. Und dadurch könnte es durchaus zu über 10% kommen. Aber ein Punkt sollte man in Deutschland auch nicht vergessen, und das ist immer natürlich diese schöne OECD-Tabelle, hier in dem Fall für das Jahr 2022 aus dem April 2023. Die 24er-Werte werden noch kommen. Und da sieht man es schon, auch Deutschland hier übrigens, schwarz sind an der Stelle die Singles, bloß damit alle die Daten haben. Sprich, die Singles sind hier mit 47,8% und Familien mit zwei Kindern mit 32,9% relativ hoch besteuert. Lediglich in Finnland, aber übrigens ein kleines Land, ist hier über uns, beziehungsweise auch Schweden. Die darf man hier noch nicht als Vergleichsmaßstab heranziehen, weil grundsätzlich größere Länder natürlich bessere Skalierungseffekte haben, wenn es zumindest so wäre. Hier, wie gesagt, sind wir in Deutschland als Single mit 47,8% auf Platz 2 und zudem hier nochmal schön bunt dargestellt, die Aufteilung hier direkt nach Steuern und Abgaben, hier jedoch, wie gesagt, aus dem Jahr 2018 vom Bruttoeinkommen mit und ohne Kinder natürlich, wo man ganz klar sagt, okay, hier ist die Abgabenlast vor allem mit den Sozialabgaben der größte Block in dem OECD-Vergleich. Denn auch dann stellt sich die Frage, ob Sarah Wagenknecht, und das muss man durchaus sagen, vielleicht nicht ein Koalitionspartner für die Union oder die AfD darstellen könnte. Denn eins eint aktuell diese drei Parteien sehr stark. Sie wollen eine zum größten Teil sogar auch durch Sarah Wagenknecht unter anderem auch eine konservative Politik, eine andere Steuerpolitik. Plus zudem muss man ganz klar sagen, sind vor allem auch viele Punkte, bis auf natürlich manche Feinheiten, hier durchaus sehr ähnlich zwischen AfD und BSW, und da könnte es durchaus Schnittmengen geben. Denn man muss ja auch fairerweise sagen, die Schnittmengen, wenn es um eine Koalition und um eine Regierungsbeteiligung geht, hat man ja schon gesehen, dass auch die Union hier zum Beispiel auf Länderebene sofort
bereit war, an der Stelle eine Koalition mit der Linken einzugehen. Wir müssen uns aber am Ende fragen, ja, ist jetzt im Großen und Ganzen Sarah Wagenknecht mit dem BSW hier sage ich mal, die komplette Rettung für unser Steuersystem? Ganz klar muss man sagen, nein. Und wer hier auch an der Stelle auf die Vermögensabgaben weltweit verweist, da sollte man auch die richtigen Zahlen im Kopf haben. Denn es ist zum Beispiel auch an der Stelle so, dass es zwar schon im asiatischen oder im amerikanischen Raum oder im südamerikanischen Raum, dort gibt es zwar durchaus Vermögenssteuern und auch teilweise höhere Erbschaft- und Schenkungssteuern, auf die man sich gerne beruft, aber da sprechen wir nicht über Freibeträge, wie wir hier in Deutschland diskutieren, von 1 Million Euro oder 400.000 Euro je Kind. Nein, dort ist es zum Beispiel so, dass ich glaube, der nächstgrößere Freibetrag ist dort ab 12,5 Millionen US-Dollar. Und im asiatischen Raum habe ich was gefunden, ich glaube, 80 Millionen US-Dollar als Freibetrag, wo man ganz klar sagen muss, na, da sind wir in Deutschland weit entfernt und da könnten wir gerne so eine Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer einführen, wenn es doch freie Beträge gäbe, zum Beispiel sagen wir, von 10 Millionen Euro alle 10 Jahre oder eine Vermögenssteuer ab 100 Millionen Euro. Ich glaube, da wären sehr, sehr viele Bürger dabei, bloß da muss man noch wieder sagen, das wäre wahrscheinlich wieder bloß am Ende ganz einfach eine Steuer oder Abgabe, die hier natürlich bloß Arbeitsplätze schafft, aber sonst nichts bringt. Was ist deine Meinung zu BSW und deren Steuerpläne? Schreib es uns unten in die Kommentare.